Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Sunshine. Wir werden uns jetzt gleich mal erstmal einen Stern holen. Bei unserem lieben guten Händler. Yeah! Ich denke, du bist genau deswegen wieder hier. Du hast das Geld, nicht wahr? Okay. Gib mir 10 Münzen. Und ich gebe dir eine Sonne. Einverstanden. Okay, wirklich? Okay. Keine Rückerstattung. Für das glorreiche Sammeln der blauen Münzen. Also, hallo Leute. Wir machen weiter. Nachdem wir den 26. Stern bekommen haben. In Tordoro. Ein Geheimnis müssen wir finden. Aha. Oh, also das ist wohl das Geheimnis. Dieser Turm. Und ich wette, da oben ist wieder eine blaue Münze. Da kann man bestimmt auch so hochkommen, ohne die blaue Münze zu holen. Aber wenn man die blaue Münze holen will, brauchen wir wohl die Raketendüse. Ja, da oben ist eine blaue Münze. Nun, kein Problem. Gar kein Problem. Halt ihn fest. Sehr schön. Mario hat sich noch festgehalten. Hinten müsste eine Raketendüse sein. Die Kamerasicht ist hier sehr schlecht. Aber, oh, ich sehe schon undurchsichtig. Durchsichtig, das heißt, wir können ihn noch nicht bekommen. Aus welchem Grund auch immer. Warum können wir die Raketendüsen nicht kriegen? Richtig lächerlich eigentlich, oder? Die da unten ist auch durchsichtig. Ich frage mich wirklich, wieso wir die nicht kriegen. Mario, hier ist einer meiner Düsen versteckt. Du kannst sie noch nicht einsetzen, obwohl wir sie eigentlich brauchen. Okay. Vielleicht später. Das ist jetzt gerade egal. Fakt ist, dass wir trotzdem auf den Turm kommen. Auch ohne die Raketendüse. Eigentlich ganz simpel. Mensch, was tut er da wieder, der Dude? Das einzig Richtige. Perfekt. Was er tut, ist falsch. Uns treffen und wir fallen wieder in die Pampa rein, ey. Ganz ehrlich. Absolut lächerlich.
Diesmal trifft er uns nicht. Wir lassen uns nicht treffen von ihm. Wir müssen uns hier richtig positionieren. Dann schnell weg von dem Wind. Weil wenn er uns trifft, dann haben wir verkackt. Er hat uns gerade noch getroffen, aber wir sind da reingekommen. Und jetzt folgt eine weitere Jump-and-Run-Passage mit Pixel Mario. Yeah! Und das haben wir in Mario Galaxy gesehen. Dieser Abschnitt hier. Das wurde geremixed. Richtig geil eigentlich. Wir haben jetzt leider nicht unseren Dreck weg, aber das ist völlig egal. Boah! Sehr rutschig das Ganze. Sehr rutschig. Ich finde diese kleinen Passagen immer sehr spannend. Ja, aber es ist nervig, wenn man dann verliert. Also wenn wir hier Game Over gehen, werden wir das auch lange sehen, wie viele Leben haben wir. Also es kann sehr, 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 sehr nervig werden. Ja, wir haben noch genug Leben. Trotzdem. Yes! Bis zum One-Up sind wir gekommen. Aber wir müssen genau beim One-Up sein. So. Yes! Wir haben es bekommen. Lass uns mal gucken, wie viele Leben wir noch haben. Jetzt haben wir wieder 4. Gut, jetzt gibt es hier die Zahnräder. Ah, aber jetzt müssen wir von vorn machen. Mann, das ist aber auch blöd mit der Kamera schon wieder, ne? Ich konnte einfach nichts sehen. Oh Gott, Mann, fick dich! Bei sowas müsste ich mich am besten einfach konzentrieren. Nicht so viel reden. Egal, hier ist das One-Up wieder. Bis hierhin ist safe. Perfekt. Jetzt können wir eigentlich einfach drehen, oder? Ja. Okay, aber die Zahnräder drehen sich auch. Okay, perfekt. Ja, aber dumm. Wir müssen gucken, bis sie richtig liegen. Ansonsten, wisst ihr, was ich meine? Es ist schon schwer. Hä? Was ist das denn? Das war ja mal so richtig absolut lächerlich.
Ja, Mann, Alter, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Mann! Ich sehe schon, ich will wieder ganz viel schneiden müssen. Und sitzt den ganzen Abend in diesem einen Part, ey. Na komm, rennen wir nochmal hier drauf. Und hol mir das One-Up hier. Hier sehe ich schon, ich habe wieder ein Leben. Ich darf mir nur 2 Treffer erlauben. Warum sterbe ich da? Warum? Mann, oh, das ist so nervig. Das gibt es nicht. Vielleicht sollte ich auf der mittleren Schraube warten, bis wir die gute Gelegenheit kriegen, auf die andere zu kommen. Ja, wie gesagt, einen Weitsprung kriegen wir nicht hin. Wenn wir jetzt sterben, sind wir erledigt. Mario, mach mal einfach keinen Blödsinn hier. Ja, das war's. So, da wären wir wieder. Mit weiteren 5 Leben. Die will ich mal nicht leichtfertig aufs Spiel setzen werden. One up her. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Egal, wir haben 5 Leben. Okay. Und jetzt laufen wir einfach mit der Schraube mit. Und springen hier rauf. Perfekt. Da ist sogar noch ein weiteres One-Up. Da hinten ist die Shine. Gott. Jetzt wird's schwer. Ich frag mich nur, wie sollen wir das machen? Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Darüber hüpfen. Hä? Wie soll denn das gehen? Das ist echt ein brutales Level. Das war schon in Super Mario Galaxy heftig, ey. Also es war im zweiten Part, ne? In einer der letzten Spezialwelten aufzufinden. Das kriegen wir jetzt hier aus dem EF hier schon hin. Bis hierhin und nicht weiter, muss ich sagen. Ja, dann warte ich mal hier kurz, bis die kleine Schraube endlich wieder da ist. Und hier kurz auch mal ein bisschen verweilen. Also bis hierhin wissen wir jetzt schon. Klappt es ohne Probleme. Ist eigentlich auch ganz easy. Ah, Mario rutscht nicht so viel. Gut, perfekt. Der Sprung war heftig.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mario schafft es nicht. Doch, er schafft es, er schafft es. Er schafft diese Passage. Und dann am Ende stirbt er nochmal, Alter. Was ist das? Was ist das für ein Fail? Habt ihr das gesehen? Weißt du, ich sag so, er schafft es gerade noch so, weißt du, am Ende stirbt er einfach. Mario, du kriegst keine Big Macs mehr. Das ist gestrichen. Ich kürze dein Gehalt. Wenn du deine Arbeit nicht tust, ich steck dich zurück in eine Röhre. Du darfst sie putzen. Das ist doch dein Job. Du bist doch ein Klempner. Und mehr kannst du auch nicht. Verlierst sogar schon kurz vor Ende des Levels. Was ein Noob, ey. Egal. Macht gar keinen Unterschied. Oh. Macht einen Unterschied, weil wir sind einfach so richtig ekelig gestorben gerade schon wieder. Heieieieieiei. Aber wieder konzentrieren. Lieber konzentrieren, als sich aufzuregen. Dann schaffen wir das auch. Wunderbar. Jetzt schön auf dieser Schraube bleiben. Boah, das war so knapp, ne? Nur weil wir da schnell drüber sein wollten. Komm jetzt schnell hier rauf. Oh Gott. Und dann sterben wir so. So lächerlich schon wieder. Aber das Level macht Spaß. Also. Hat ja auch was mit Geschicklichkeit zu tun, so ein bisschen, ne? Nintendo hat es nicht zu schwer gestaltet. Aber es ist, doch schon sehr. Sehr knackig. Und bei dem kleinsten Fehler bist du sowieso schon am Arsch. Egal, was du machst, so, weißt du? Boah, Bruder, Mann. Friss Gurkenscheiße, ey. Ganz ehrlich. Ich krieg gleich die Krise, ey. So, one up. Ja, chillen wir jetzt kurz. Nicht runterfallen, Mario. Konzentrieren. Okay, wir haben das One-Up bekommen. Richtig geil. Oh.
Wow. Es fragt ihr euch alle sicherlich, warum schweigt der Junge? Warum redet er nicht, während er diesen Part aufnimmt? Das ist ganz einfach. Weil ich das sonst nicht so schnell schaffen würde. Ich muss mich dabei echt konzentrieren. Aber ihr seht, ich hab die Scheine. Nur ich muss mich auf das Level konzentrieren. Ich kann da nicht so viel reden. Das ist einfach so bei mir. Dafür entschuldige ich mich auch, aber... es ist genauso wie mit Bossgegnern. Dann konzentriere ich mich komplett darauf irgendwie. Aber gut, man muss ja nicht immer die ganze Zeit reden, so, weißt du? Nonstop. Ich finde, ich bringe das schon gut mit Witz rüber und gute Laune so. Aber ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt nochmal in Welt 3 vorbeischauen. Beziehungsweise ich habe, ja, doch, in Welt 3 und dann einen Stern in der neuen Welt. Au, Mario, spring doch nicht einfach dagegen. Welt 3. Wie hieß sie nochmal gleich? Playa del Sol. Palmatons Sandsprint. Gut, dann machen wir den mal, ne? Ist er das? Der kleine Palmaton? Da oben ist ein kleines rotes M. Da kriegen wir wohl auch eine weitere blaue Münze. Ansonsten... ist da hinten noch eine, die wir nicht so einfach kriegen, weil die sehr hoch liegt. Kriegt man wahrscheinlich auch wieder nur mit der Raketendüse. Mal gucken, mit dem Rückwärtssalto kommen wir hier hoch. Ah, es gibt hier ganz viele Raketendüsen, aber eine funktioniert wirklich. Geilomat. Wir wissen, wie es geht. Okay, vielleicht gibt es in Porto Doro vielleicht auch eine versteckte Raketendüse, die dann wirklich zu, funktioniert. Damit kommst du auf jeden Fall auch überall hinauf. Damit komme ich zum Beispiel auf den Spiegel. Aber da will ich nicht rauf. Ich will woanders hin. Ich will die blaue Münze haben. Hier könnten wir sie kriegen. Yo! Gleich die zweite geholt, die wir damals nicht bekommen haben. Wir brauchen gleich die ganz normale Düse wieder. Weil wir ja das Rennen machen müssen. Deswegen werde ich mir jetzt kurz nochmal die ganz normale Düse holen. Die Schwebedüse. Und haben Full Wasser. Ja, und jetzt sind auch die anderen Kisten frei, ne? Es muss also in Porto Doro eine Kiste geben. Eine rote Kiste. Eine einzelne.
die alles freischaltet. Ich bin Beimaton. Und wir rennen jetzt. Bis zu dieser Fahne. Sag mal, was ist mit Cooper passiert? Macht er keine Rennen mehr? Ach, der! Der macht Urlaub. Ich übernehme hier. Das ist mein Job. Die Konkurrenz schläft nie. Okay. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35. Bist du bereit? Dann fertig und los. Alter, leck mich. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Er wird es auf jeden Fall schaffen. Vor uns. Aber das erste Mal kann man auch nicht gewinnen, glaube ich. Das, glaube ich, geht gar nicht. Man muss erstmal den Kurs kennen. Ich glaube, er ist schon vor uns dort. Lacht sich da ein ins Fäustchen. Na du, Meister des Schneckentempos. Ich verspotte dich. Ha! Zeig mir im nächsten Rennen, was du kannst. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Ciao. Moino. Also, zweiter Versuch bei diesem Rennen. Wir werden uns die Raketendüse holen. Damit haben wir eine bessere Karten gegen ihn. Er ist ja so ein guter Typ, cooler Typ. Und er ist gut. Hallo, du Verlierer. Ich gebe dir eine zweite Chance. Ein zweites Rennen. Doch wenn du verlierst, tadel ich dich im Internet. Also, ein Rennen bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35. Bist du bereit? Dann fertig und los! Okay, okay. Wir sind vor ihm da. Ich bin vor ihm da, trotzdem. Ich bin Erster. Wir haben sogar nur 31 Sekunden gebraucht. Und dank der Raketendüse war das alles auch gar kein Problem. Ah, Schnauf! Ah, wie? Du bist nicht schlecht. Hey, hör mal auf zu stöhnen wie eine Frau, Mensch. Ach, lass mich doch. Ich sehe doch schon fast so aus wie eine mit meinem Rosa. Aber echt. Aber auch Männer können Rosa tragen. Hör auf zu diskriminieren. Ja, ja, ja. Vor allem bist du recht flink. Jetzt wechsel nicht das Thema. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Na gut, wir sehen uns wieder. Und tschüss, Sikorsky. Ach ja, und ich habe noch was für dich. Grüß mich, Cooper. Cooper, sorry, so. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Sunshine.